Gegen den in China verschwundenen Interpol-Präsidenten Meng Hongwei wird in der Volksrepublik nach Angaben der dortigen Antikorruptionsbehörde ermittelt. Bei dem Verfahren gegen Meng, der auch chinesischer Vizeminister für öffentliche Sicherheit ist, gehe es um mutmaßliche Gesetzesverstöße, teilte die Behörde am Sonntag mit. Die Erklärung der Antikorruptionsbehörde war die erste öffentliche Äußerung der chinesischen Behörden zu dem rätselhaften Fall. Interpol erklärte wenig später, ihr Präsident habe seinen Rücktritt eingereicht. Mengs Ehefrau hatte den 64-Jährigen als vermisst gemeldet, nachdem der Kontakt zu ihm nach der Abreise aus Frankreich abgebrochen sei. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Fälle, in denen hochrangige chinesische Beamte zunächst ohne Erklärung verschwanden, bis die Regierung Wochen oder sogar Monate später mitteilte, dass gegen sie ermittelt wird. Die chinesische Führung unter Präsident Xi Jinping hat der Korruption den Kampf angesagt. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche, einst unantastbare Mitglieder der Kommunistischen Partei, der Regierung oder des Militärs im Zuge der Kampagne verurteilt.